Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play mal anders. Quasi, das was ihr hier seht, das ist schon alles Vergangenheit und das was ihr hier hört, ist für euch zwar auch Vergangenheit, aber nicht ganz so viel weit Vergangenheit, wie das Spiel Vergangenheit ist, weil wir machen das Super Metroid Let's Play mal im Stile eines Commentary. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Das ist sehr schön. Wir haben Frieden in der Galaxie. Ja, ja, Super Metroid. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zum Spiel. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen nach der Story, was uns hier erwartet. Ich denke, ihr kennt es alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand nicht kennt. Und zwar auf dem Planeten Zebes gab es Metroids. Da hat sie so ein bisschen Mother Brain kaputtgeschlagen. Mother Brain. Funk Royale. Mother Brain. Sehr geil. Komme ich auch noch zu. Funk Royale, ganz wichtiger Punkt beim Super Metroid Let's Play. Dann ist Samus auf dem Heimatplaneten SR388 gewesen, auf dem Heimatplaneten der Metroids. Und da hat sie jede Menge von diesen Jungs ausgelöscht. Und dann hat sie Bibi Metroid mitgenommen. Das, was wir eben gesehen haben, war übrigens der NES und das, was hier passiert ist, war der Game Boy. Ja, und da hat Samus ihr kleines Baby mitgenommen. Ja, ja. Das hat sie dann abgeliefert, genau, in einer Forschungsstation, Ceres. Und die werden dann mal gucken, ob die damit was Sinnvolles anfangen können mit diesem kleinen putzigen Metroiden-Babychen. Ja, ja, das haben wir auf dem Game Boy getan. Dann haben die da so ein bisschen umgeforscht, die Jungs. Ne? Power Metroid might be harnessed for the good of civilization. Ich sag ja, die wollten mit der Energie und der Kraft und der Macht dieses Metroiden etwas Tolles erschaffen, etwas Nützliches, etwas Gutes, etwas Großes. Aber ich denke, das ist gescheitert. Unsere liebe Samus Aran, die wir hier im Hintergrund sehen, ist eine Kopfgeldjägerin für außerirdisches Gesindel und Pack. Ja, und da, wo sie diesen kleinen Metroiden abgeliefert hat, Ceres, da gab es einen Angriff. Deswegen fliegen wir jetzt genau dahin. Und jetzt steigen wir dann auch schon gleich wunderschön in das Spiel ein auf der Space Colony Ceres. Und dann schauen wir mal, was da auf dieser Wissenschaftsstation los ist. Ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dieses Spiel jetzt nicht zu Let's Playen im klassischen Sinne von ich kommentiere während ich spiele, sondern ich kommentiere es nach, weil ich möchte mich selbst auch so ein bisschen analysieren. Das hat den Grund, dass man dieses Spiel einfach unglaublich gerne, unglaublich oft wiederholt spielt. Es hat einen Wiederspielspaßwert, der ist unfassbar hoch. Hier sind tote Wissenschaftler und zerstörtes Glas. Weil man kann mit jedem neuen Durchlauf immer wieder etwas Neues dazulernen, bis man es perfektioniert. Viele haben es schon perfektioniert. Ich glaube nicht, dass man es noch viel besser machen kann als die Videos von Speedplayern, die man, von Speedrunnern, die man auf YouTube sehen kann. Diese Musik, diese Musik. Ja, das ist Ridley, den wir hier sehen. Und Ridley klaut das kleine Metroid-Baby. Das ist nicht gut. Das wollen wir wieder haben. Jetzt müssen wir hier mal möglichst schnell flüchten. Ich weiß gar nicht, warum ich da so lange gezögert habe. Keine Ahnung. Also Ridley kann man hier durchaus dazu bringen, diesen Metroid-Larven-Baby-Ding ins Fallen zu lassen. Hat aber eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, diese Sequenz stoppt, sobald man unter 30 Leben ist. So, hier qualmt es jetzt überall. Hier müssen wir jetzt ganz schnell rausflüchten aus der Station, einfach nur den Weg, den wir gekommen sind. Das ist alles noch relativ easy. Das ist so diese kleine Einfühlung in das Spiel. Ja, hier sehen wir jetzt auch gleich schon ein Problem der Fraps-Aufnahme. Das liegt wohl an den Frames, dass Samus gelegentlich mal unsichtbar wird. Ja, das liegt daran, dass man das Spiel mit 30 Frames aufnimmt. Und das funktioniert mit dem SNES-Emulator funktioniert das nicht so gut. Ich spiele das mit dem ZSNES-Emulator, die ROM quasi. Und hier habe ich es schon gleich ziemlich spannend gemacht am Anfang. Ich dachte eigentlich, dass ich
das ganz gut drauf habe, aber dann sind es nur am Ende 13 Sekunden gewesen. Das kann man durchaus schneller machen. Also dieses ganze Spiel kann man durchaus schneller machen. Ich bin kein Speedrunner. Es gibt viele Dinge, die ich über das Spiel weiß. Aber es gibt nicht so viele Dinge, die ich gut kann. Und jetzt fliegen wir auf den Planeten Sebes, weil wir wissen ja, dass dort die Basis ist. Dort waren wir schon auf dem Nintendo Entertainment System. Und dort fliegen wir Ridley hinterher quasi. Ja, man kann so unglaublich viel gut machen in diesem Spiel. Man kann so unglaublich viel dazulernen. Man kann so unglaublich viel abkürzen. Man kann so unglaublich viele Secrets finden. Das ist einfach enorm großartig, dieses Spiel. Und deswegen, ich muss diesem Spiel huldigen, indem ich es veröffentliche auf meinem Kanal. Und ich habe mich eben jetzt mal für einen Nachkommentar entschieden, in diesem Fall. Ja, und jetzt sind wir auf dem Planeten Sebes und versuchen jetzt so nach und nach hier uns vorwärts zu kämpfen und vor allem auch Samus' Ausrüstung zu verbessern. Das Grundprinzip des Spiels besteht ja darin, finde einen Gegenstand, der macht dich besser, mit dem findest du den nächsten Gegenstand. Und diesen wiederum brauchst du, um dann einen nächsten, wieder besseren oder andersartig gestalteten Gegenstand zu finden. Immer mehr Gegenstände finden. Hier habe ich schon versucht auszuweichen, diesen Klötzen nach unten, habe natürlich kläglich gefailt. Das kann man in einem Fall quasi bis nach unten schaffen. Ja, ohne weiteres. Die Speedrunner machen das. Und hier sind wir schon da, wo wir in Metroid 1 quasi Mother Brain besiegt haben, in diesem Raum hier. Ja, und da holen wir uns jetzt an eben selbiger Stelle, wo wir das im ersten Teil auch schon getan haben, den ersten Gegenstand oder das erste Upgrade für Samus. Ja. Ich baller ab und zu mal Wände an, das hat den einfachen Grund, weil man manchmal in Wänden Secrets finden kann. Hier haben wir wieder diesen blöden Fakt, dass Samus verschwindet. Gefällt mir auch nicht, aber müssen wir mit leben. Ich glaube, ist nicht so schlimm. Und hier haben wir den ersten Gegenstand, den Morphing Ball. Morph Ball. Damit ist Samus in der Lage, sich in einen Ball zu verwandeln und unter kleinen Schächten hindurch zu rollen. Wenn man denn vorher die Blöcke aus dem Weg schießt. Hier habe ich dann geguckt, ob ich da drüber springen kann. Bomben wollte ich legen, kann ich noch nicht. So ein bisschen spoilern werde ich hier auch. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten dieses Spiel einfach kennen. Ja, warum ausgerechnet Super Metroid? Warum dieses Format? Das ist eine rote Tür, die können wir jetzt noch nicht aufmachen. Da brauchen wir auch einen Gegenstand für. Super Metroid ist eines der beiden Spiele, die daran schuld sind, dass ich Let's Player geworden bin. Ne? Vielleicht hört ihr meine liebe Seite, linke Seite ab und zu mal von links. Die kann ja jetzt beim Nachkommentieren auch ruhig ab und zu mal was dazu sagen. Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. Und zwar eines der beiden Spiele, die schuld daran sind, dass ich Let's Player geworden bin. Jetzt haben wir die Raketen übrigens bekommen. Ich will ja nicht alles vom Spiel hier überbabbeln. Und zwar habe ich damals eben dieses Spiel im Gameplay mir anschauen wollen, bevor ich wusste, dass es Let's Plays gibt. Und beziehungsweise in diesem Fall war das schon der zweite Schritt. Also ich wusste da schon, dass es Let's Plays gibt, weil das erste Spiel, dessen Gameplay ich mir anschauen wollte, wo ich noch nicht wusste, dass es Let's Plays gibt, das war Illusion of Time. Und dieses Spiel hier habe ich dann bewusst gesucht. Als Gameplay oder Let's Play war mir damals relativ egal. Dort oben habt ihr gerade schon einen Energietank gesehen, den wir aufgedeckt haben. Den können wir uns jetzt aber noch nicht holen. Also ich kann den noch nicht holen. Die Speedrunner holen sich den jetzt natürlich über einen Walljump oder irgend so einen Rotz. Ne? Was es mit diesen ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Samus auf sich hat, da kommen wir im Verlauf des Spiels noch zu. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in einer Stunde durch. Ich glaube, so der Rekord liegt irgendwo bei einer Stunde gerade für den Speedrun, der offizielle Rekord. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, vielleicht sogar schon unter einer Stunde. Ich weiß es nicht. Natürlich ohne Tool Assistance. Speedrun. Und wir spielen hier bestimmt 4 Stunden, also habt keine Angst, wir werden genug zum Plaudern kommen. Und naja, ich habe also damals nach Super Metroid gesucht und bin auf diesem Wege auf Funk Royale gestoßen. Funk Royale, einer der großartigsten YouTuber meiner Meinung nach, die es gibt im deutschsprachigen Raum, was das Thema Computerspiele angeht. Und sein Super Metroid Let's Play habe ich verschlungen damals förmlich. Ich glaube, ich habe es mittlerweile 5 oder 6 Mal gesehen. Er ist so herrlich aufgeregt und überdreht in diesem Let's Play. Und das macht einfach Spaß, ihm dabei zuzugucken. Deathmik hat auch eine
ROM-Hack-Version von Super Metroid Let's Played. Eine unglaublich schwere ROM-Hack. Also umgestaltete Welt. Und deutlich schwererer Spielablauf, Spielverlauf. Ja. Und das war damals so mein Einstieg in die Let's Play-Szene mit Deathmig und Funk Royale. Über Super Metroid und Illusion of Time habe ich die beiden gefunden und deswegen. Und, das ist der eine Grund, weil dieses Spiel eines meiner Meinung nach der besten Spiele aller Zeiten ist. Deswegen kommt es jetzt auf meinen Kanal in der nachkommentierten Version. Deswegen auch mein Kommentar deutlich entspannter, als das Spielgeschehen vielleicht vermuten lässt. Aber ich werde natürlich auch was dazu sagen, wie ich spiele, weil ich möchte mich analysieren, damit ich das nächste Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, vielleicht etwas besser machen kann. Vielleicht noch was dazulernen, beobachten, wo ich dran arbeiten kann. Ja, das ist so das Ziel. Mal ganz davon ab, dass ich euch auch vielleicht ein bisschen unterhalten möchte. So, jetzt gehen wir hier, wir haben jetzt mittlerweile, was haben wir denn gefunden? Wir haben den Morphball gefunden, wir haben die Raketen gefunden, aber hier kommen wir jetzt nicht weiter, weil wir haben noch keine Bomben. Die müssen wir jetzt suchen. Das war jetzt auch für einen Speedrunner ein absolut unnötiger Schritt. Aber wie gesagt, ich will ja hier keinen Speedrun draus machen. Wir gucken uns alles an, schauen, wo wir weiterkommen können. Ich weiß vieles, ich kenne viele Locations in diesem Spiel, aber ich weiß nicht alles und ich weiß auch nicht die Position von allen Gegenständen. Ich denke, es wird auch kein 100% Run werden, alleine schon deshalb, weil ich einige Dinge mit meinen Skills nicht erreichen werde. Da bin ich relativ sicher, weil es einfach ein paar Dinge gibt. Dieser Walljump, ich hasse den Walljump. Aber werdet ihr nachher noch sehen, da gibt es noch, Szenen, die beim Zuschauen vielleicht jetzt ganz lustig sein könnten, die mich aber während des Spieles fast in den Ragequit getrieben haben. Ja. Aber da kommen wir später zu, Walljump und so weiter. Smogball, kommen wir auch noch zu, diese ganzen Dinge. Ich erkläre das aber auch noch. Wenn ihr euch jetzt darunter nichts vorstellen könnt, sage ich dazu auch natürlich noch was. Ansonsten werden wir das Spiel, ich glaube, komplett linear durchlaufen, so wie es das Spiel auch vorgesehen hat, durchlaufen zu werden. Ich werde den ein oder anderen Sequence Break, der mir bekannt ist, zeigen. Ich habe auch den ein oder anderen versucht, aber geschafft. Ich habe auch den ein oder anderen geschafft. Aber da kommen wir dann auch drauf. Ich werde aber nichtsdestotrotz das Spiel, ich glaube, zu 100% ohne Sequence Breaks spielen, so dass wir auch immer schön in der Reihenfolge vorgehen, wie das Spiel eigentlich von uns erwartet und haben möchte. Ja. Hier sind jetzt überall Gegner und jetzt können wir uns hier durchrollen. Das ist so eine Position, das haben wir eben schon gesehen, hätten wir aber nicht durchgekonnt ohne den Morphing Ball. Den haben wir jetzt und deswegen können wir hier entlang. Hier können wir jetzt einfach rennen unter diesen Mücken durch. Die tun uns dann nicht viel. Und hier finden wir den nächsten Gegenstand. Das seht ihr oben rechts auf der kleinen Karte. Die Räume, in denen so ein Punkt ist, das sind Räume, in denen wir tolle Gegenstände finden, so wie in diesem Fall die Bombe. Die können wir immer dann legen, wenn wir uns in einen Ball gemorpht haben. Die Tür ist zu. Was machen wir jetzt? Verdammt. Ich rüste mal lieber die Raketen aus. Vielleicht passiert ja jetzt etwas. Das ist eine Chozu-Statue. Die Chozu-Statue wird lebendig und greift uns an. Und ich schieße die ersten drei Raketen einfach in die Luft. An der Chozu-Statue vorbei, damit ich auch ja möglichst lange dafür brauche, sie zu besiegen. Diese Dinger, die kann man auch kaputt schießen, da könnte man da Gegenstände von bekommen. Und dieser erste doch eigentlich relativ einfache Kampf, den habe ich dann doch schon relativ spannend gestaltet, indem ich mich einfach angestellt habe, wie jemand, der dieses Spiel zum ersten Mal spielt. Ja, also das kann man auch deutlich souveräner gestalten, diesen Kampf. Aber der ist auch noch nicht wirklich herausfordernd. Das ist jetzt so der erste Fingerzeig des Spiels. Aha, hier geht was, hier passieren Dinge, mit denen du vielleicht so nicht rechnest. Ja. Überall mal die Wände anschießen und Bomben legen vor allen Dingen, weil oftmals decken gelegte Bomben ein Secret auf. Auch das werden wir im Verlauf der Zeit jetzt noch feststellen und erkennen. Hier habe ich, guck mal. Hier habe ich versucht, mal wieder in den Bombjump reinzukommen. Hat so halbwegs geklappt, also einen Sprung kriege ich hin, aber mir ist der Rhythmus, ich kannte den Rhythmus, ich habe einfach mal versucht, mich in diesen Bombjump wieder reinzubringen. Also das Ding ist, wenn Samus als Ball auf einer Bombe stehen bleibt, wird sie ein bisschen, hüpft sie ein bisschen hoch, ja,
Und das kann man so lange treiben, bis man also quasi an der Decke des Raumes ist, in dem man sich befindet. Das wäre auch ein Weg, an diesen Energietank ranzukommen, den wir eben gesehen haben. Aber den hatte ich früher tatsächlich ordentlich drauf. Aber ihr habt es gesehen, das ist das erste Mal seit einigen Jahren, dass ich dieses Spiel jetzt intensiv spiele. Und das funktioniert natürlich nicht so ganz. Ja. Das sind viele Dinge, viele Fähigkeiten von Samus erfordern einfach ein gewisses Maß an Übung. Es ist einfach so. Und diese Übung hat mir hier in diesem Run einfach komplett gefehlt. Damit will ich mich jetzt nicht ausreden. Ihr dürft mich durchaus auslachen, wenn ihr es besser könnt. Ich kann damit umgehen. Aber entschuldigt es bitte. Ich war mal besser in dem Spiel. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nur schon ziemlich alt.